Es ist soweit. Beat the Chef mit Oliver Rohrbeck. Heute ein Spiel, was wir von Kerstin Barkmann haben. Und zwar geht es um Eigelb trennen. Sie hat uns gesagt, man kann mit Flaschen so ein Eigelb von Eiweiß trennen. Und man saugt das in die Flasche auf. Und unser Spiel ist jetzt, dass wir unsere Eier aufsaugen müssen und dem anderen auf den Teller geben. Und wer zum Schluss die meisten Eigelbe auf dem Teller hat, der hat verloren. Ja? Ja? Hast du es verstanden? Ich habe es verstanden, okay. Noch nie gemacht, bin sehr gespannt, ich auch, ob das ich jetzt auch, funktioniert. Ich auch. Aber nur heile Eigelbe ziehen. Ja, ne? Das okay. Wird ein schöner Gequirlter am Ende. Ja, ich glaube auch, ein schönes Rührei. Dann würde ich sagen, eine Minute ist die Zeit. Und Peter, du sagst, wenn es losgeht. Ne? Wir setzen die Flasche schon mal so in der Hand und dann geht's los. Auf die Plätze, fertig. Los. Zurück, das ist ein Reiseei. Hier, guck mal hier. Da, oh, da, da, da. Das ist jetzt dann natürlich ganz, ja, ganz übel. Das zählt natürlich nicht. Ja, klar zählt das. Guck mal. Oh, das warst du. Das warst ist du. Auf deinem Teller, das kann ich auch nicht. Ja. So, guck mal, ich hab was für dich. So, ganz widerwärts. So, komm her. Zack. Oh, auch, aber das auch. Geht hervorragend, das ist ja krass, ne? Witzig, ja. Ja. Ah, auch kaputt. Guck mal so. Ja, so geht das. Das geht ganz hervorragend. Alle kaputt bei dir. Ja, ich auch. So, Kerstin, guck mal. Ja. Hier, guck mal. Oh, hallo, hallo. Hallo. Oh, weia, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ja, ich würde sagen, ja, da habe ich, glaube ich, verloren, ne? Nee, ich habe verloren, ich habe mehr kaputt gemacht und ein Hauch geschummelt. Und vielleicht hat Kerstin auch ein bisschen verloren. Ja. Auf Unentschieden. Ja. Kerstin, sehr geiles Spiel. Vielen Dank dafür. Das ist aber krass, ne? Herr Rohrbeck, es war mir eine Ehre. Ebenfalls. Wir machen aber noch ein Hörspiel. Kommt auch noch, aber das war erstmal Beat the Chef mit Oliver Rohrbeck. Und ja, Unentschieden. Das war Beat the Chef, aber es gab noch andere Dinge, nämlich? Es gab ein Hörspiel mit Peter Klinkenberg. Ja. Es läuft auf Cook and Talk und... Cook and Talk, da haben wir gekocht und gesprochen. Und dann haben wir zusammen am Tisch gesessen, das nennt sich bei uns Dinner Time. Das ist Dinner Time, so ist es. Das hast du den Channel also noch nicht abonniert? Ich habe ihn noch nicht abonniert, aber werde ich auf jeden Fall sofort machen. Dinner Time kann ich nur empfehlen. Genau.